So, hi Freunde, willkommen zu Flair Amstag. Ihr hört hier vielleicht schon, hier ist wieder Mobs-Alarm vom Feinsten. Und zwar möchte ich euch jetzt einfach mal kurz was sagen. Dieser Flair Amstag wird nämlich etwas kürzer, etwas weniger Themen. Ich werde euch jetzt nur berichten, warum er kürzer wird. Und ja, was so in den kommenden Wochen, in den kommenden 2-3 Wochen auf euch zukommt. Ich werde mit meiner Familie nach Kroatien fahren. Blöder LKW. Und da kommen ein paar Videos auf euch zu, so ein paar Let's Travels, wie ich sie dann nennen werde. Einmal auf meinem Kanal, natürlich auf Flerasa, und einmal auf The Travelmers, wie ich es im letzten Flerantrag auch schon angekündigt habe. Es gibt noch eine kleine Information, und zwar werden Let's Plays folgen für diese Woche vom Freitag, also von gestern, wenn ihr das jetzt seht, bin ich schon auf dem Weg oder bin ich schon dort, um genau zu sein. Und bis zum nächsten Samstag. Da werde ich dann wahrscheinlich versuchen, den Flair Amstag noch zu schneiden, weil ich den nämlich in Kroatien drehen werde. Sorry gerade, ist ziemlich laut, aber die Hundis sind hier unten und da fahren lauter Autos da draußen vorbei. Ist halt etwas lauter, ne? Aber ich glaube, ihr versteht das. Gut, ihr wartet ja eh schon die ganze Zeit drauf, also hier. Hey! So, da sind die alle. Munter. Ja. Ihr könnt sie nochmal sehen. Klein. Und hallo Sheva. Hallo Sheva. Gut. Ich glaube, damit wäre das jetzt erstmal auf den Punkt gebracht. Kommen wir am besten jetzt mal zu einem ziemlich verrückten, ziemlich skurrilen Thema. Und zwar von dem American Airport ist ein Flug von Los Angeles nach New York. Der Flug oder das Flugzeug musste notlanden, weil eine Passagierin dort versucht hat, Whitney Houston zu imitieren mit dem Song I Will Always Love You. Klingt verrückt, ja. Ist auch ziemlich verrückt. Sie hat dann den Song weitergesungen, als sie dann von den Cops abgeführt wurde. Keine Ahnung warum. Ich weiß nicht, warum die da weg. Ob die wirklich so streng mit diesem Lied umgehen oder. Keine Ahnung. Jedenfalls musste das Flugzeug in Kansas City notlanden. Und dann haben die eben abgeführt. Ob das jetzt alles gefaked war, ich glaub's nicht, sonst wird's ja nicht in den Nachrichten stehen, oder? Aber wie verrückt ist das bitte, wenn eine Passagierin wegen einem Song, den sie singt, rausgeschmissen wird? Hä? Verstehe ich irgendwie nicht. Ich packe euch diesen Bericht mal in die Videobeschreibung. Und dann könnt ihr euch das nochmal selber durchlesen. Ich habe hier nur mal so was Grobes zusammengefasst. Diesen Flair Amstag. Und ja, wie gesagt, die Videos werden weiterhin kommen. Etwas eingeschränkt kommen sie natürlich. Ihr werdet dann schon sehen, wie das geht. Aber ab Samstag, also sprich Montag, zweiten Woche, werden die Videos wieder so gewohnt kommen, wie ihr sie kennt. So, das war's jetzt auch von diesem Flair Amstag. Ich habe schon gesagt, es ist etwas kürzer. Einfach aus dem Grund, weil ich etwas mehr Zeitmangel habe jetzt. Weniger Zeit gehabt, das alles zu machen. Musste die ganzen Sachen packen, noch ein paar Videos vorproduzieren und eben jetzt hier diesen Flair Amstag machen. Gut, morgen beziehungsweise gestern von eurer Sicht aus um 2 Uhr oder 0 Uhr, zwischen 0 und 2 Uhr sind wir losgefahren und jetzt mittlerweile sind wir schon, sag mal, was machst du denn da? Egal. Gut, auf jeden Fall danke fürs Zusehen und ich freue mich dann drauf, die Videos bearbeiten zu können und wieder eure Kommentare zu beantworten zu können. Je nachdem. Freut euch da auf jeden Fall auf neue Videos, auf ein ganz neues Format, Let's Travel. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den The Travelmers Kanal. Ganz wichtig, wenn ihr diese Videos sehen wollt, wenn ihr das verfolgen wollt. Und ja, dann sehen wir uns nächsten Samstag mit kroatischem Videomaterial. Bis dann. Wenn es dir gefallen hat, lass den grünen Daumen da und schreib mir deine Meinung in die Kommentare, um mich zu supporten. Ich zähle auf dich und bedanke mich fürs Zusehen.